Steffi, wie hat sich das angefühlt, hier in Wiel, also fast schon daheim, ein kleines Derby zu spielen im Cup? Ja, es war ein geiles Erlebnis, vor allem wir hatten hier ein paar Zuschauer. Sie haben auch Wiel ein bisschen angeführt und uns auch, habe ich das Gefühl. Ja, es war geil, mal auf so einem Platz zu spielen und es hat Spass gemacht. Ich sage jetzt, 50 Minuten lang hast du nichts falsch gemacht, hast ein paar Assists gegeben, hast 3 Goal geschossen. In der zweiten Halbzeit dann sogar noch ein Segen-Goal fabriziert für Desin. Du hast kein Segen-Goal geschossen. Was ist denn nachher passiert? Ja, ich habe das Gefühl, am Ende ein bisschen den Sparmodus reinzutun. Wir haben die Weile ein bisschen zu viel spielen lassen und da haben wir auch nicht mehr viel nach vorne gemacht, habe ich das Gefühl. Ja, darum haben wir auch weniger Chancen gehabt. Wenn du jetzt anschaust, so einen Match, wo er 9:1 gewinnt, im Kontrast zu dem, was er sonst für ein Match hatte in der Anfangssaison in der Nationalliga, was hat es heute mehr gehabt, als dort nicht gehabt? Ja, also in der Nationalliga ist natürlich das Tempo viel höher und das hat man auch gemerkt heute. Wir haben uns von Anfang an vorgenommen, dass wir volles Tempo gehen, den Gegner nicht spielen lassen und Vollgas geben. Und da haben wir auch so viel Goal gemacht und ich finde, das gibt uns jetzt Selbstvertrauen für die nächsten Spiele. Und ich hoffe, dass wir jetzt ein bisschen eben mit mehr Selbstvertrauen kommen. Und die 3 Goal, was bedeutet die für dich? Wirst du am Wochenende gerade wieder Goal schießen? Ja, natürlich. Als Stürmer ist es immer schön, wenn man Goal macht. Und da gibt man jetzt auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Und ja, ich denke, es ist uns noch meine Goal. Frau Hollenstein, wir darf im Cup ein Derby spielen gegen St. Gallen. Wie hat man sich im Vorfeld gefühlt? Mega freudig, nervös. Also wir haben gewusst, das wird eine riesige Sache. Wir sind uns ja nicht gewöhnt, dass wir Linienrichter haben, dass wir einen Speaker haben, so ein volles Stadion. Wir haben uns wirklich gefreut auf das Spiel. Und jetzt nach dem Match, nach dem 9:1, wie fühlt man sich jetzt? Ja, es ist sicher nicht das beste Resultat. Also wir haben uns sicher mehr erhofft, aber trotzdem, ja, man musste ja damit rechnen, dass es so rauskommen kann. Und darum ist jetzt bei mir eine kleine Enttäuschung da, aber ja, man muss sich halt damit abfinden. So. Wenn wir das Spiel kurz auseinandernehmen, in der ersten Halbzeit sicher das Problem, dass St. Gallen gut hinter euch in die Abwehrkette gekommen ist. Dort ein paar Goal konnte schiessen, dann sind wir ein bisschen gebrochen gewesen. Warum war es für dich so einfach gewesen, hinter euch zu kommen mit langen Bällen? Ich kann es auch nicht sagen, sonst hätten wir es im Spiel sicher anders gemacht. Aber also ich hatte es im Spiel einfach immer so vor mir gehabt. Von der Mitte sind sie auf uns losgerannt und irgendwie haben wir gar nicht mehr gewusst, was machen hinten rein. Sie haben jede Chance, die sie gut rausgespielt haben, haben sie verwertet und das war ja Pech für uns gewesen. Aber dann in der zweiten Halbzeit könnt ihr St. Gallen ein bisschen unter Druck setzen. Sogar haben sie über irgendwie 10 Minuten nicht über die eigene Hälfte rausgekommen lassen. Was ist dort, wenn ist der Schalter umgekippt, dass ihr das Pressing besser funktioniert hat, dass St. Gallen nicht mehr so gut durchgekommen ist? Ich glaube, wir haben uns in der ersten Halbzeit ein bisschen hängen lassen, nach den vielen Goals. Und in der Pause haben wir noch mal ein bisschen Mut können tanken, noch mal Energie gesammelt und dann sind wir noch mal voller Elan gegangen und haben gefunden, jetzt die zweite Hälfte wollen wir für uns gewinnen. Was nehmt ihr jetzt mit von diesem Match und von diesem Resultat wieder in die erste Liga? Also die Spielerfahrung ist sicher sehr wertvoll für uns. Wir haben am Anfang gesehen, dass wir auch bei so Gegnern einigermaßen mitheben können. Logisch, das Resultat ist jetzt scheiße am Schluss, aber ja. Kämpfen braucht es immer. Wenn wir zusammenspielen, können wir auch gegen so eine Mannschaft im Endeffekt ein bisschen, man hat es ja in der zweiten Halbzeit gesehen, wir konnten einigermaßen standhalten dem Ganzen. Und da können wir mitnehmen, ein bisschen Mut für uns. Und was nehmen Sie persönlich mit? Ich nehme auf die Erinnerung mit, die Stimmung vom Stadion, wo, das Goal geschossen, wo Nadine das Goal geschossen hat, das ist einfach unglaublich gewesen, mega cool, um so etwas mal miterleben. Ja, sicher gefreut und ja. Frau S, Cup, dürfen fast daheim spielen, so ein bisschen ein Derby. Wie hat sich das angefühlt? Also es ist sehr schön natürlich, so nah. Und wir sehen, wir haben das Publikum zwar von Wiel, aber wir haben auch ein St. Galler Publikum, das uns lautstark unterstützt in diesem Spiel.
Sie haben heute überall gespielt, hinter der Spitze. Sie sind manchmal dahinter, manchmal vorne. Sie sind extrem am Spiel beteiligt, auch an dem 9-1 Sieg. Wie hat sich das Spiel für Sie persönlich angefühlt? Am Anfang für mich war es schwer, um reinzukommen. Aber dann habe ich Geduld nicht verloren und dann habe ich das Gefühl, es sehr gut gelaufen. Ich durfte auch ein Goal machen. Und wir haben uns als Mannschaft gesteigert innerhalb des Spiels. Gegen den Schluss muss man sagen, haben wir wieder nachgelassen. Aber es hat gelangt und über das sind wir glücklich. Genau, reden wir über den Schluss, den wir ein bisschen nachgelassen haben. Irgendwie ab der 60. Minute hat Weil sehr viel Druck gemacht. Und ihr habt den Druck dann irgendwie aufgehört, beantwortet, habt sie pressen. Ihr seid im Mittelfeld nicht mehr so viel zu Bau gekommen. Wie hat sich das angefühlt für Sie in dem Moment? Ja, es war schwierig innerhalb des Spiels etwas zu ändern, weil alle sind fokussiert auf sich allein waren. Aber trotzdem haben wir probiert und auch der Captain hat probiert, um die Mannschaft wieder ein bisschen zu fangen. Und ja, es ist jetzt halt so, wie es ist, aber es hat gelangt und das ist die Hauptsache. Wenn wir jetzt anschauen, das 9-1, sicherlich willkommen nach dieser harten Saisonstart, aber ist das das korrekteste oder das gerechteste Resultat für diesen Match? Definitiv, würde ich sagen, ja. Und es tut gut, wieder mal gewinnen, als Sieger vom Platz zu gehen. Weil, ja, wie du schon gesagt hast, ist schwierig in diesem Land, aber wir machen gut mit und jetzt müssen wir einfach noch die drei Punkte reinkommen. Frau Lemmler, in der zweiten Halbzeit reingekommen, dort hat dann auch ihr Team am besten ausgesehen gegen St. Gallen. Wie tun Sie den ganzen Match bewerten? Ja, am Anfang war das Tempo mega hoch und dann haben wir irgendwann sind wir dann langsam reingekommen und die zweite Hälfte war dann besser als die erste. Die erste Hälfte, Sie sagen es, 7 gegen Goal, war ein bisschen schwierig. In der zweiten Hälfte haben Sie aber auch pressingtechnisch St. Gallen ein bisschen Schwitzen gebracht. Ihr habt sie zu Fehlern gezwungen, habt dann euch ein Goal geschossen. Was ist so das Gefühl, wenn man nur die zweite Hälfte anschaut? Positiv würde ich sagen, oder? Ja, die zweite Hälfte war sicher besser als die erste und darum auch positiv. Nicht mehr viel Gegengol bekommen und selber noch eins geschossen. Wenn man weiss, man spielt das Derby im Cup, es kommt St. Gallen, es werden ein bisschen Leute da sein, wird man doch ein bisschen nervös. Ja, schon. Und die Vorfreude war riesig vor einem Match. Aber ja, ist halt ein Derby. Habt ihr euch ein bisschen mehr Chancen erhofft gehabt? Ja, sicher. Die Hoffnung ist da gewesen. Wir haben gewusst, dass St. Gallen sehr stark ist und ein höheres Tempo spielt, als wir uns gewöhnt sind. Aber ja. Nach 40 guten Minuten gegen St. Gallen, was nimmt man mit in die erste Liga? Ja, sicher. Schnell spielen, höchstes Tempo fahren, da kann man sicher mitnehmen noch in die erste Liga. Herr Zwiesig, hier fast ein Heimspiel, wenn wir das Lokalderby im Cup auf austragen. Man geht mit 9-1 vom Platz. Wie fühlt sich der Trainer nach so einem Match? Ja, ich mache ein bisschen gezogen. Es hat gute Sachen gegeben. Wir haben ein paar schöne Goal geschossen, aber wenn man nach 50 Minuten 9-0 führt und am Schluss ist 9-1, dann kann man natürlich auch nicht ganz zufrieden sein. Aber ich bin froh, sind wir sehr gut durchgekommen. Zum Einstellen ist es nicht einfach gegen Unterklassige. Man ist Favorit und man muss etwas zeigen. Und insgesamt haben wir es souverän gelöst, auch wenn schlussendlich hätte ich noch mehr reinliegen können. Wenn wir jetzt eben die letzten 40 Minuten anschauen wollen, wo nach dem 9 noch zu 0 nicht mehr fällt, wo nicht mehr passiert. Ihr Team hat plötzlich das Pressing von Weil zugelassen, das was sie eigentlich sonst eigentlich gekonnt umspielt haben. Wieso ist das passiert? Wieso hat Weil plötzlich einen Druck machen bei Spielerinnen, die sonst eigentlich locker den Ball um so Druck herum können spielen? Ja, ich hatte nicht das Gefühl, dass wir jetzt unter Druck gekommen sind. Wir haben ein, zwei Fehler gemacht. Vor allem haben wir aufgehört, gut nach vorne zu spielen. Wir waren weniger präsent gewesen. Wir haben uns weniger angeboten. Wir haben wahrscheinlich die Läufe, die notwendig waren, haben wir nicht gemacht. Wir haben den Ball zu fest treiben. Insgesamt einfach 10-15% nachlassen und hoffen, dass es automatisch geht, aber so ist es halt nicht. Aber wie gesagt, wenn 9-0 ist, ist es sicher auch nicht einfach, um die letzte Energie rauszuholen. Wir haben ein bisschen nachgegeben, nachlassen. Ist passiert, da habe ich sicher keine Freude dran, aber es war kein Unfall gewesen, in dem Sinne. Ja. Ein schönes Erfolgserlebnis jetzt nach
doch vier durchgezogene Spieltage der Nationalliga an. Was bedeutet das Resultat jetzt für Ihr Team, auch für die weiteren Schritte und für die zweiwöchige Pause, die kommt? Ja, wir haben noch keine Pause. Oder? Wir haben zuerst noch, am nächsten Samstag haben wir noch ein Meisterschaftsspiel, nachher haben wir erste Pause. Klar, tut es gut, Selbstvertrauen. Wir wissen, wo wir stehen. Wir haben ein junges Team und wir müssen noch ein bisschen reifen in dem Sinn. Aber wir sind nicht weit weg. Wir haben jetzt auch gesehen, dass wir gegen einen Erstligagegner, der zwei Klassen unter uns shootet, dass wir zeitweise sehr gut dominieren können, dass wir 9 Goal schiessen in 50 Minuten. Das wissen wir auch. Aber wir haben andere Gegner in der Meisterschaft. Es bringt uns einen Schritt weiter. Wir werden ein bisschen Mut gewinnen, Selbstvertrauen gewinnen. Und wir hoffen natürlich, dass irgendwann mal lange für einen Sieg in der Nationalliga. Hat noch nicht gelangt, wir haben den ersten Punkt. Aber es kommt, wir werden Fortschritt machen. Und wir werden unsere Punkte irgendwann noch holen. Herr Hollenstein, das Team darf das Derby spielen gegen St. Gallen. Sie haben gewusst, Nationalliga-Verein wird schwierig, aber wie fühlen Sie sich jetzt? Wir haben jetzt viel, immer schlecht nach einer Niederlage. Dann ist auch gegen solche Gegner. 9-0 ist natürlich krass, oder 9-1, haben dann noch gut geschossen. 9-1 ist dann schon krass am Schluss, wenn du das Resultat anschaust. Ich finde jetzt, wir sind nicht so viel schlechter gewesen, wie es eigentlich das Resultat da aussieht schlussendlich. Wir haben tapfer gekämpft. Wir haben halt auch eine Situation, wo wir zu wenig dran sind und dort nützt es sich halt eiskalt aus. Dann. Sie reden von eiskalt ausnutzen, aber St. Gallen in der ersten Halbzeit zuerst ein bisschen Mühe gehabt mit ihrem Pressing, dann sind sie aber gut hinter ihre Reihe gekommen, viel zu häufig hinter ihre Abwehrreihe gekommen. Was hat dort nicht gestimmt, dass St. Gallen sich eben die vielen Chancen kann erarbeiten konnte? Wir sind auch viel, jetzt in dem Mittelfeld sind wir viel zu weit weg von den Leuten gestanden. Es sind ein, zwei Spielerinnen, die jedes Mal anspielen konnten. Und da sind sie eigentlich sehr schnell vor das Goal gekommen. Sie haben immer schnell Führung gespielt. Und mit dem haben wir dann Mühe gehabt, eigentlich. Ja. Wenn ich Ihnen jetzt aber sagen würde, wir schauen nur die letzten 40 Minuten von diesem Match an, als Ihre Leistung, dann können Sie mir nicht sagen, dass Sie sich schlecht fühlen, oder? Nein, mit denen bin ich sehr zufrieden. Wir arbeiten auch ein Goal schiessen, ein wunderschönes Goal. Das sieht man vielleicht auf dem Video. Es war wirklich schön rausgespielt, die Flanke gewesen, und wir haben auch ein, zwei andere Chancen, die wir vielleicht fertig machen. Da hätten wir vielleicht auch noch ein bisschen Glück. Dann bin ich sehr zufrieden. Wenn wir da aufbauen und können weiter spielen, so immer, jeden Match, dann ist das sehr positiv. Wie haben Sie dort den Schalter können umlegen können, dass eben Ihr Team trotz der zwei frühen Goal in der zweiten Halbzeit das Pressing erhöhen kann, kann St. Gallen bei der Spielauslösung unter Druck setzen und sie 10 Minuten lang fast nicht aus der eigenen Hälfte rauskommen lassen? Ja, wir haben sicher auch ein bisschen weniger den Gang ein bisschen rausgenommen, wie man so schön sagt. Auch ein, zwei Wechsel gemacht, obwohl die eher dann die Stammspielerin gebracht haben. Und dort haben die uns wirklich schön sauber geschafft, die auch ein, zwei Wechsel vorgenommen in der Pause. Ein bisschen taktische Sachen angeschaut und dann da hat es viel besser geklappt. Wir sind so näher an den Leuten gestanden und dann geht es auch gegen so Gegner, dass wir da ein bisschen dagegen haben. Ja. Ihr seid ja sehr privilegiert, dass ihr häufiger in diesem Stadion spielen dürft. Heute hat es wahrscheinlich ein bisschen mehr Leute als sonst. Was ist die Bilanz von dem ganzen Cup-Abenteuer? Jetzt schlussendlich, bis aufs Resultat, ist eigentlich alles eine super Bilanz. Ich sage, ich war wieder hier in der Region ein bisschen Werbung für den Frauenfußball. Ist schön, wenn man will, gegen St. Gallen ist immer schön. Ja, auch bei den Männern ist immer ein Highlight. Dort hat das Resultat mal anders ausgesehen früher, leider. Aber da ist sehr schön, also die vielen Zuschauer, auch viele von unseren Mannschaften, hier, die geschaut haben, das war mega cool. Und sonst haben wir leider nicht immer ganz so viele Zuschauer. Jetzt geht es noch lange bis zur Winterpause. Was könnt ihr Positives von diesem Match mitnehmen, um euch in der ersten Liga weiter rauf katapultieren? Ich denke, wir können sehr vieles mitnehmen, was positiv war. Wo wir jetzt sagen noch mal ein, zwei höheres Tempo, das jetzt reingehört, im Gegensatz zu der ersten Liga, wo wir auch die Phase hatten, die wir mitheben mögen, die wir da mitnehmen müssen. So wie man halt da ehrgeizig drin, wenn wir mal in der Meisterschaft spielen, und dann kommt das gut.